Hallo und einen wunderschönen guten Tag zum zweiten Part der Adventures of Soccer Crew in Westland 2. Ja, ihr durftet entscheiden, wer soll ins Team, wie sollen die Charaktere aussehen, ungefähr. Ich hab bisschen rumbasteln müssen, aber einigermaßen habe ich es so hingekriegt, wie ihr es haben wolltet. Ich meine, wir hatten ja auch im Endeffekt nur drei Leute, die wirklich sich die Mühe gemacht haben, einen Kommentar zu schreiben. Danke an euch drei. Der eine davon war der Patze. Der hatte die Idee für Hans Jonathan Pömpelputzer. Dann haben wir den guten Mr. McQuark gehabt. Der hat hier den quasi die Persönlichkeit von Grievous geschaffen, weil jemand, der sich mit Tieren gut verständigen kann, der weiß ich nicht, der hat irgendwie. Nee, das ist nicht meine Richtung. Und OG Loco wäre das auch nicht gewesen. Ja, der Grievous hat sich dann im Endeffekt als dritter Mann entschieden für den OG Loco. Und ich habe ihn einigermaßen so angepasst, dass er, denke ich mal, okay ist. Ja. Also, da haben wir unsere drei Charaktere. Vier Charaktere. Beziehungsweise drei Charaktere, weil ich hab mir einfach mal die Freiheit genommen, dann, wenn es für mich keine richtige Persönlichkeit gab, die jemand als Kommentar geschrieben hat, habe ich mir Freiheit genommen, mich quasi selbst zu bauen. Und ich werde euch die Charaktere in diesem Part hier jetzt, bevor wir überhaupt mit dem Abenteuer loslegen, mal etwas näher vorstellen. Fangen wir einfach mal mit mir an, Unleashed. So, ich habe eine sehr gute Koordination, das heißt, also ich bin auf Scharfschützen, also auf Fernkampf getrimmt, bin quasi der, der etwas weiter hinten steht, deswegen habe ich auch etwas weniger Glück, bin nicht so stark, aber dafür, wie gesagt, eine sehr gute Trefferchance aus der Distanz und meine Aktionspunkte sind auch höher als normal. Und Charisma habe ich auch sehr viel, da ich quasi mir die Freiheit rausgenommen habe, mal die Leitung der Gruppe zu übernehmen. Ich habe mir auch dann zwei Führungspunkte verpasst und noch einen Punkt bei Auffassungsgabe, weil diese Fähigkeit ist sehr, sehr nützlich, wenn ihr halt jemanden irgendwelche versteckten Sachen aufdecken wollt. Ja, also manche Sachen, die werden so nicht blinkend oder so groß angezeigt, die müsst ihr selbst entdecken, mit denen ihr interagieren könnt. Und das ist einfach so eine kleine Erleichterung, womit das einfach viel einfacher geht. Ja, die restlichen Werte habe ich so im Durchschnittsbereich gelassen. Geschwindigkeit, Intelligenz, Wahrnehmung habe ich noch ein bisschen runtergemacht, weil dadurch, dass ich sehr weit wegstehe vom Gegner, brauche ich dementsprechend auch keine so hohe Ausweichchance. Und ja, oft muss ich auch nicht dran sein. Es reicht, wenn ich ein paar Mal drin, also das ist hier Kampfinitiative, ist wie oft man am Stück dran ist. Das heißt, jemand, der eine sehr hohe Kampfinitiative hat, da ist quasi die Gruppe dran, dann ist der Gegner dran, dann ist wieder der mit der sehr hohen Kampfinitiative und dann ist wieder der Gegner dran und dann ist erst wieder die ganze Gruppe dran. Also je mehr Kampfinitiative man hat, desto öfter ist man auch an der Reihe. Das ist ja ein rundenbasiertes Kampfsystem ist. Und da brauche ich halt jetzt auch nicht so den mega krassen Scheiß. Es reicht, wenn ich alle paar Runden dran bin. Ja, drei ist auch noch schlecht für Wahrnehmung. Drei Punkte noch. Dafür habe ich Glück runtergesetzt. Mein Gott, scheiß drauf. Das sind so zusammengewürfelte Werte, die kriegt man auch so irgendwie raus. Da habe ich immer noch zwei Punkte. Und wie gesagt, Kampfinitiative brauche ich nicht. Wenn ich alle paar Runden einen guten Schuss lande, der einen Gegner mit One-Shot killt, dann reicht das. Ja, wie gesagt, ich bin auf Fernkampf getrimmt, heißt, habe hier eins bei Scharfschützengewehre. Dann habe ich mir noch einen Teil bei Informatik gemacht. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwelche Computer zu hacken, bin ich eigentlich der Man. Und ich habe auch noch eine minimale Fähigkeit im Schlösserknacken. Jo, okay, dann. Mein Name, Unleashed, beziehungsweise ich hätte auch noch Daniel dazu schreiben können, aber ist egal. Habe ich in die Bio geschrieben. Alter, ich bin 20, ich bin christlich, rauche nicht und bin Europäer. Meine Biografie. 1994 in Europa geboren, überlebte Daniel mit dem Spitznamen an. Grievous, du voll. Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass ich Leute hasse, die anrufen, ohne vorher mal was zu schreiben oder sonst was, mal nachzufragen, hey, kann ich dich mal gerade anrufen?
Ja, toll. Mein Spiel ist abgestürzt. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Biografie von Unleashed. Okay, nochmal von vorne. Also. 1994, in Europa geboren, überlebte Daniel mit dem Spitznamen Unleashed den Weltkrieg, weil er sich genügend Wissen über Überlebenstechniken angeeignet hatte. Und auch wenn er nicht der Stärkste war, so wusste er sich trotzdem mit Tricks durch diese harte Zeit zu kämpfen. Nun ist er bereit, mit seinem Team in das Amerika der Zukunft aufzubrechen. Ja, das bin ich, das ist mein Charakter. Und wie gesagt, ich bin nicht stark gepanzert, ich bin einfach nur quasi der Fernkampftyp, der aber auch gleichzeitig für die Leitung des Teams verantwortlich ist, weil irgendein Blöder muss das ja auch machen, wenn man solche Typen im Team hat wie Grievous. Yeah, und weiter geht's. Dann haben wir Hans Jonathan Pömpelputzer. Hans Jonathan ist, das alter Ego vom Patze. Man könnte es schon fast sagen. Ich denke mal, quasi Hans Jonathan Pömpelputzer ist einfach Patze, nur mit einem anderen Aussehen. Er hat eine sehr hohe Koordination, hat eine sehr hohe Stärke. Muss er auch, weil er ist spezialisiert auf Boxen. Er ist quasi ein Spezialist im Boxkampf, kann aber auch gleichzeitig mit einer Shotgun umgehen, falls es mal wirklich so weit kommen muss, dass er ein wenig Abstand zu seinem Gegner halten muss. Wenn es zum Beispiel ein Bossgegner oder so ist, dann ist es nicht gerade ratsam, mit den Fäusten auf ihn loszugehen. Und deswegen hat er auch zwei Schrotflinten-Skills. Und wie gesagt, deshalb braucht er auch eine sehr hohe Stärke, weil sonst macht er im Nahkampfangriff dementsprechend wenig Schaden. Mit seiner hohen Stärke ist er automatisch auch das Mitglied, was dann die Bürde tragen muss, die meisten Schrottgegenstände, also die Gegenstände, die man nur verkaufen kann, wo man sonst nichts mit anfangen kann, die man findet, in seinem Rucksack mit herumzutragen, weil diese Gegenstände werden nach dem Gegnern, nach dem Looten von Gegnern immer automatisch auf die Gruppe verteilt. Der am meisten Stärke hat, also auch am meisten mit sich rumtragen kann, der kriegt dann immer den ganzen Schrott. Aber das wusste Patz ja nicht. Ja, und da er natürlich auch ein versierter Let's Player ist, hat er auch ein sehr gutes Charisma, das heißt, er kann auch sehr gut mit Menschen. Er ist zwar kein geborener Anführer, so wie ich, aber er hat durchaus auch seine rednerischen Fähigkeiten, die er besitzen muss. Ansonsten sind die Werte relativ gleich verteilt, also gut, er ist ein bisschen schwächer im Glück, weil wie gesagt, Glück ist wieder so ein Wert, wo einfach alles reingeklopft wird, beziehungsweise Wahrnehmung braucht er auch nicht unbedingt. Wenn er einmal alle paar Runden richtig fetten Treffer landet, dann braucht er auch keine Wahrnehmung. Und Ausweichchance braucht er auch nicht, weil er eben durch seine Stärke auch dementsprechend mehr Leben hat. Intelligenz hat er auch im mittleren Bereich, so wie ich ungefähr. Gut, ich hatte bei mir mehr. Ich hatte bei mir, glaube ich, sogar schon gute Intelligenz, aber das ist egal, Durchschnitt ist vollkommen okay. Und Geschwindigkeit hat er auch relativ hoch, damit er viele Aktionspunkte hat und schnell abhauen kann, falls mal wirklich was passieren sollte. Also dass er quasi zum Gegner hinläuft, ihm in die Fresse haut und im gleichen Zug vielleicht sogar noch die Möglichkeit hat, von dem Gegner wegzugehen. Ist immer ganz praktisch. Wie gesagt, dann hat er hier sehr guten Nahkampf mit den Fäusten. Hat auch Schrotflintenfähigkeiten, falls er wirklich mal Abstand zum Gegner halten muss. Und dann hat er noch die allgemeine Fertigkeit rohe Gewalt. Diese Fähigkeit erlaubt mir oder der Gruppe in ihrem Abenteuer beispielsweise Tore, die jemand mit einer sehr guten Schlösserknackenfähigkeit auch genauso gut aufknacken kann. Die kann jemand, der einen hohen Wert in roher Gewalt hat, der kann die auch einfach niederprügeln, diese Tore. Also haben wir damit schon jemanden, der quasi den Tank macht mit viel Leben, starken Nahkampfangriff und für die Oberwelt quasi auch ein paar Möglichkeiten hat, um sich neue Wege zu schaffen. Deswegen ist Hans Jonathan Pömpelputzer definitiv der Tank der Gruppe. Und quasi Unleashed hat die Rolle des Scharfschützen bzw. Anführers. So, dann der Name Hans Jonathan Pömpelputzer hat sich Patze selbst ausgesucht. Der ist 29 Jahre alt, ist zwar nicht so alt wie Patze, aber pff. Dann die Religion Sikh.
Das ist keine Ahnung, was für eine Religion das ist, aber das ist wahrscheinlich eine, die neu gegründet wurde nach der Apokalypse. Zigarettenrauch der Styx und Ethnizität ist amerikanisch. Die Biografie. Früher war er der Österreicher, der nicht so deutsch ist. Früher war er der Österreicher, der so nicht deutsch ist, dass er wieder amerikanisch ist, mit dem Namen Patrick Ronacher. Er war bei allen eigentlich nur unter dem Spitznamen Mr. Doogie bekannt und war ein knallharter Kerl, der sich nach der Apokalypse nach Amerika aufmachte, weil er Leute verprügeln wollte. Naja, das war's eigentlich mit seiner Geschichte, ein Badass eben. Und jetzt der Teil von Patze. Doch durch einen schrecklichen Unfall musste sein Gesicht umoperiert werden und er gab sich einen komplett neuen Namen und Identität. Jetzt kommt der Teil von Patze. Hans Jonathan Pömpelputzer. Bekannt als der Roadside Fister hat sich Hans Jonathan Pömpelputzer einen Namen als die gefährlichste Boxmaschine der Menschheit gemacht. Mit seinen Fäusten aus Stahl kennt er keine Gnade und prügelt sich so durch seine Feinde. Und sollte mal etwas nicht boxbar sein, so verlässt er sich auf seine Shotgun. Vorlieben. Das Boxen, Töten und alles, was Blutungen verursacht. Schwäche, würde alles vögeln, um Vergünstigungen auf Waren zu bekommen. Ja. Wir sehen, er ist ein, ja, wie soll ich das sagen, ein echter Cowboy mit einem Cowboyhut und einem Poncho und einer fetten Hose mit Eierschutz, weil er Angst hat, dass Leute ihm in die Eier treten. Dann kann er nämlich nicht mehr ficken, um auf seine Vergünstigungen zu kommen. Ja, das Aussehen hat sich Patze im Übrigen, sehr auch selbst ausgesucht. Nur so als Randnotiz. Gut. Das war Hans Jonathan Pömpelputzer. Kommen wir weiter zum nächsten Charakter der Gruppe, OG Loco. OG Loco ist quasi so ein Mittelding. Er ist sowohl für den Fernkampf einigermaßen geeignet, als auch für den Nahkampf. Hat aber seine Werte, da er quasi keine richtige Entscheidung treffen konnte und Grievous anscheinend auch nicht relativ hoch auf Glück gesetzt und hat dementsprechend ja eine durchschnittliche Koordination, Stärke, Geschwindigkeit. Bei Intelligenz braucht Oji Loco nicht ganz so viel, obwohl Oji Loco nicht dumm ist, aber er ist nun auch mal nicht der Hellste. Und Charisma braucht jemand, der, keine Ahnung, rappt sowieso nicht, also von daher hat sich das bei OG Loco schon erledigt mit dem Charisma. Die Gespräche lässt er dann doch besser jemand anderen führen. Zum Beispiel Patze oder mich. Ja. Wie gesagt, bei dem ist wirklich fast alles auf Glück gesetzt. Er ist quasi in allen Werten so ein Mittelding. Er hat eine gute kritische Trefferchance, Ausweichchance, Chance auf Bonuskonditionen beim Stufenaufstieg und Chance auf zusätzliche Aktionspunkte. Ja, die allgemeinen Fähigkeiten. Da hat OG Loco, da er ja Rapper ist, auch einige coole Schimpfwörter am Start. Deshalb hat er zwei Dinge auf dem Wert Arschloch, was uns definitiv einen Vorteil bringen könnte, wenn wir jemanden einschüchtern müssen oder sonst was. Also da ist OG Loco schon unser Kerl, der das quasi macht. Er kommt zwar in Dialogen nicht oft zum Einsatz wegen seines niedrigen Charismas, aber er kommt dann doch ab und zu mal zum Einsatz, wenn man ihn wirklich braucht für rabiate Dinge. Dann, er ist ein Naturbursche, kennt sich also ein wenig in der Natur aus, weiß, wie man draußen überlebt, weil er sich einen harten Weg hochkämpfen musste zum Anführer der Saints, wieder alles verloren hat, aber das hat er nie verlernt und wie wir alle wissen, ist OG Loco ja auch in Jamaika geboren worden. Ja, in seiner Zeit bei den Saints hat er natürlich auch das Waffenschmieden gelernt und kann dementsprechend seine Waffen, sofern er welche besitzt, auch ein wenig ja, verbessern, aufmotzen, wie auch immer. Er findet immer irgendeinen Weg, um seine Waffe ein wenig OG Loco Style aufzumotzen. Ja, Sturmgewehre ist seine Standardwaffe, die er eigentlich mit sich rumträgt, noch aus seiner guten alten Zeit bei den Saints. Er hat nie viel von anderen Waffen gehalten. Sturmgewehre war eigentlich immer das, was er am liebsten getragen hat, weil es eben eine gute Mischung aus einer normalen Pistole und jetzt einer Shotgun zum Beispiel ist. Es hat einen Schnellschuss und macht trotzdem Schaden, man kann trotzdem auf gute Entfernung treffen.
Und dann hat er noch die sinnlose Fähigkeit Toaster-Reparatur, die er sich damals bei seiner Zeit in den bei den Saints von Mr. Genki hat beibringen lassen. Er hat einfach damit die Möglichkeit, Toaster zu reparieren, die irgendwo in der Gegend rumstehen, weil... Ja, ja, genau, deswegen. Name: OG Loco, Alter 20, Religion: Moslem. Zigaretten, die Sargnägels und Ethnizität, amerikanische Ureinwohner. OG Locos Biografie. OG Loco, oder wie er sich selbst nennt, OG Motherfucking Loco, ist ein Jamaikaner, der wegen der Sehnsucht nach dem ganz großen Geld nach Amerika kam und dort versuchte, mit Rappen und roher Gewalt an seine Ziele zu kommen. Dies gelang ihm auch mehr oder weniger bei den Saints, bis der Krieg wieder alles zunichte machte. Jetzt ist er mit den anderen unterwegs, um wieder an das ganz große Geld zu kommen. Ach ja, niemand darf wissen, wie er wirklich aussieht. Deswegen trägt er stets eine Maske. Er ist ein alternder und unterschätzter, glaube ich. Ich glaube, das ist wieder... Ich habe einfach die Texte aus den YouTube-Kommentaren kopiert, soweit ich das weiß. Und das ist wohl wieder Grievous' brillante Rechtschreib-Verbesserung, die dann manchmal aus irgendwelchen komischen Wörtern noch komischere Wörter macht. Ich denke, das sollte unterschätzter heißen. Ich hätte mir das vorhin nochmal durchlesen sollen. Er ist ein alternder und unterschätzter Rapper, der es einfach nochmal wissen will und zusammen mit seinem besten Freund Stripper Adi in seiner Freizeit gerne die Straßen von Steelport unsicher machte. Seine beiden AK hat er zu Ehren von Lilith, O und G genannt. Seine Definition für Olle und Geil. Leider hat er Olle verloren, aber wenigstens hat er noch Geil. Mit der Fähigkeit, Flugzeuge mit seinem Rap zum Absturz zu bringen, ist er ein unersetzbarer Verbündeter für jedes Abenteuer, bei dem man auf der Gewinnerseite stehen will. Zudem gibt er jedem seiner Kameraden nach einem Sieg eine Packung Schnupfhanf und Honeyballs. Die Honeyballs bleiben ein Rätsel. Ja, das ist OG Motherfucking Loco. Der Rapper in der Gruppe, der für die rabiaten Gespräche zuständig ist, aber trotzdem im Kampf eine gute Mittelsperson spielt, das heißt quasi eine perfekte Mischung zwischen einem Fernkämpfer, also ein Licht, und einem Nahkämpfer, also Hans Jonathan Pampelputzer ist. Nun haben wir das letzte Mitglied der Gruppe, den guten Grievous, der gerade eben diese Spieler zum Absturz gebracht hat. Ja, da haben wir die Punkte so ungefähr, wie es Mr. McQuark haben wollte. Es ist sein Tierflüsterer quasi. Er hat eine durchschnittliche Koordination, hat extrem viel Glück. Also das ist auch das Einzige, weshalb Grievous jemals so weit in seinem Leben gekommen wäre, dass er in so einer Gruppe ist, weil anders kann man das als Ostdeutscher eigentlich gar nicht schaffen. Er hat eine durchschnittliche Wahrnehmung. Hat eine durchschnittliche Stärke, auch wenn die nicht so gut wie seine Koordination und Wahrnehmung ist. Hat eine sehr gute Geschwindigkeit. Er musste damals auf dem Pausenhof oft vor den Schlägertypen wegrennen. Das war Patzes Idee, dazu sage ich mal nichts. Und das war meine Idee, dazu sage ich mal YOLO. Okay, dann haben wir da eigentlich bei allgemeinen Fähigkeiten hauptsächlich die Fähigkeit Tierflüsterer. Weil der gute Grievous hat ja es war noch vor der Apokalypse, glaube ich, in einem Zoo gearbeitet, hat da mit dem Löwen gerungen, so wie es der gute Mr. McQuark auch gesagt hat. Wenn er sich mal gerade nicht auf seine stumpfe Nahkampfwaffe verlassen kann, dann hat er immer noch eine Pistole dabei, wie das eben alle Frauen so haben. Und er ist der Medic der Gruppe, Gott sei Dank haben wir einen Medic, weil er hat im Zoo auch durch die ganzen Löwenbisse und so mit den und den Fights mit dem Löwen selbst gemerkt, dass er sich auch mal verarzten muss, und so ist er sowohl Chirurg als auch ein Sanitäter. Das heißt, er kann die Gruppe auch im Nachhinein heilen, als auch quasi während des Kampfes direkt mal schnell, wenn es nötig sein sollte. Ja, Name Grievous, Alter 16, Religion jüdisch, Zigarettenknochen, Ethnizität Europäer.
Grievous ist ein ehemaliger Ostdeutscher, der um etwas zu erreichen nach Amerika auswanderte, wo er eine Karriere als Arzthelfer begann. Leider wurde er aber nach dutzenden Patientenbeschwerden wegen seiner großen Klappe gekündigt, deswegen auch das schlechte Charisma. Danach fing er an, in einem Zoo zu arbeiten, dort lernte er viel vom Tierarzt des Zoos und perfektionierte seine Nahkampffähigkeiten im Gehege eines Löwen. Später gab er sich selber den Titel eines Chirurgen, weil er musste auch ab und zu mal seine Wunden heilen. Doch dann kam der Weltkrieg, wo er erneut seinen Job verlor, weil der Zoo dank einer Atombombe voll mit mutierten Tieren war und sein Arbeitgeber ihn dafür verantwortlich machte, weil er der Einzige war, der sich den Tieren nähern konnte, ohne zerfleischt zu werden. Er zog sich zurück, bis der Krieg vorbei war, und schloss sich einer Gruppe früherer Freunde an, die gemeinsam für Recht und Ordnung im neuen Amerika sorgen wollten. Vorlieben, Stöcke und Knüppel, Pistolen und mutierte Tiere. Schwächen, seit er den Löwen verprügelt hat, hat er sich in die weiblichen Tiere verliebt. Kann mal passieren. Grievous ganz lässig gekleidet, mit einer Rüstung und einem Poncho, weil er muss ja seinem großen Vorbild Hans Jonathan Pömpelputzer aka Mr. Doogie, so auch wie früher in den Zeiten, wo sie noch einen gemeinsamen YouTube-Kanal hatten, auch weiterhin entfernt bleiben und hat sich deshalb dem Aussehen mit dem Poncho von Hans Jonathan Pömpelputzer angepasst, indem er sich einfach einen Sombrero aufgesetzt hat. Ja, da haben wir sie, unsere Gruppe. Und jetzt seid einfach mal gespannt auf die Abenteuer, die diese vier erleben werden. Vielleicht gefällt's euch ja, ich versuche mir da ein bisschen was auszudenken. Abschließend habe ich noch eine Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das Geburtstagsspecial von Patze und Grievous kennt. Aber da habe ich ja Dark Souls gespielt und habe das Ganze quasi ein bisschen zusammengeschnitten. So in etwa würde ich das hier auch machen. Also jetzt quasi die entscheidende Frage, dieses Projekt hier ist quasi von Entscheidungsfragen geprägt. Wollt ihr, dass ich das hier als ganz normales Let's Play mache? Das kann ich auch machen. Oder wollt ihr, dass ich das ein wenig zusammenschneide, so dass man quasi schon noch was von der Geschichte mitbekommt, aber jetzt auch so Momente, wo ich jetzt so irgendwo im Laden bin und irgendwelche Waffenwerte miteinander vergleiche, dass man das quasi nicht alles noch mit aufnimmt, sondern dass man nur quasi die wichtigen Sachen wie die Dialoge und so weiter mit aufnimmt. Also das wäre jetzt meine Frage an dem Punkt, wollt ihr es als zusammengeschnittenes Video, also wollt ihr das Abenteuer zusammengeschnitten, quasi so ein bisschen filmisch gestaltet, oder wollt ihr das Abenteuer lieber als normales Let's Play haben? Mir ist beides recht, ich finde beides gleich gut. Also lasst mir eure Meinung unter diesem Video da und danach gehen sie endlich los, die Abenteuer der Zocker-Crew in Wasteland 2. Bis denn!